Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Ihr seht die Zeichnung vom letzten Mal. Wir haben hier wieder eine Ebene eingezeichnet, einen Punkt und zwei Pfeile und die Ebene in Parameterdarstellung hier auch dargestellt. Und womit wir uns heute beschäftigen, blickt ein irgendein beliebiger Punkt auf dieser Ebene. Denn diese Ebene ist ja nicht nur durch diese gelbe Fläche im Endeffekt dargestellt, die geht in alle Richtungen unendlich weiter. Macht ihr schon mal einen Punkt Q? Ja, was meint ihr? Liegt der Punkt Q eben auf dieser Ebene? Ja, zeichnerisch können wir das nur ganz schwer machen, denn dieses Schrägbild hier versucht ja sozusagen nur das Dreidimensionale rüberzubringen. Hier ist ja keine dreidimensionale Zeichnung drin. Und selbst wenn wir ein 3D-Koordinatensystem zeichnen können, ihr könnt euch erinnern, dann kann es sein, man meint, ein Punkt liegt irgendwo, aber wenn man den Blickwinkel ein bisschen ändert, sieht man, der liegt da gar nicht drauf. Also zeichnerisch geht das gar nicht. Wir müssen das Ganze rechnerisch machen. Ganz wichtig, im Dreidimensionalen nie messen. Das funktioniert meistens nicht. Und wie es rechnerisch geht, zeigen wir euch jetzt. So, kommen wir jetzt zur Aufgabe. Irgendwas ist anders. Naja, gegeben ist die Ebene E. Und wir sollen überprüfen, ob der Punkt A in der Ebene liegt. Wie machen wir denn das? Ja, wir wissen ja schon, in der Ebenengleichung oben steht das x für jeden beliebigen Punkt der Ebene. Dann setzen wir doch das a für dieses x ein und überprüft, ob wir ein r und ein s finden, für das diese Gleichung erfüllt ist. Wie machen wir das? Naja, ist wie eine Gleichung. Gleichung heißt Variablen auf die eine Seite und alles andere auf die andere Seite. Wir wollen jetzt mal, die Variablen sind ja hier schon auf einer Seite, zusammenhängend mit dem Vektor. Das heißt, wir lassen die da. Das stört nur dieser Vektor. Den machen wir auf die andere Seite. Das kriegt ihr auch selber hin. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So sollte das Ganze aussehen. Und das ist eigentlich wieder nichts anderes als ein lineares Gleichungssystem. Okay, dieses LGS hat 3 Zeilen, aber nur 2 unbekannte. Das heißt, wir können die dritte Gleichung erstmal außen vor lassen. Wir bestimmen jetzt R und S mit der ersten und der zweiten Gleichung und müssen anschließend dann die beiden Werte in die dritte Gleichung einsetzen, um rauszufinden, ob die auch stimmen. So, wie fangen wir denn an? Na gut, also ich würde jetzt versuchen, dieses Minus S hier in der zweiten Zeile zu eliminieren. Ist deswegen auch einfach, weil hier steht schon ein positives Vorzeichen, hier ein negatives, dann ist es einfacher zu rechnen, weil dann muss ich einfach nur diese Zeile mit 2 multiplizieren und dann addiere ich die erste hier drauf. Gut, das kriegt ihr selber hin. Das heißt, erste und dritte Zeile einfach abschreiben, zweite Zeile so ändern, wie es hier beschrieben ist, und die Lösung schauen wir uns an in 3. 2, 1. Gut, die erste und die dritte Zeile haben wir unverändert hingeschrieben. Bei der zweiten Zeile machen wir R plus 6R, gibt 7R. S fällt weg. Und hier 5 plus 2 gibt 7. Ich habe dann auch direkt hingeschrieben, dass R deswegen 1 ist, weil man das recht leicht hier direkt sieht. Gut, und diesen Wert nehmen wir jetzt und packen ihn in die erste Gleichung rein und bestimmen damit S. Das kriegt ihr auch selber hin. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, das haben wir gemacht, haben es hier berechnet, raus kam S gleich 2. Gut, jetzt haben wir R gleich 1, S gleich 2. Sind wir fertig, oder? Ja, nicht ganz, denn wir haben die dritte Gleichung noch nicht beachtet. Wir müssen jetzt erst die Probe machen, ob für beide Werte auch die dritte Gleichung etwas Vernünftiges ergibt. Das könnt ihr mal machen, setzt die beiden ein und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir haben die Probe gemacht, raus kam 7 gleich 7. Das stimmt also, wir können einen Haken dran machen. Ja, sind wir jetzt fertig? Ja, wir können daraus schließen, dass der Punkt A in der Ebene liegt. Alternativ hätte man übrigens auch den Wert von S und von T oben in die Ebenengleichung einsetzen können. Und wenn da A rausgekommen wäre, hätte es auch gestimmt. Wäre mal mehr Rechenaufwand, als einfach die kleine Probe zu machen. Also können wir notieren. Gut, damit haben wir die Aufgabe gelöst. Und mehr Aufgaben gibt es in der Stunde. Bis dahin, tschüss. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch 2 kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.